Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Wir fangen diesmal gleich in der Unboxing-Ansicht an, weil im Hardware-Video seht ihr mich ja dann komplett. Machen wir diesmal umgedreht. Wir fangen hier an und nachher sieht man mich komplett, wenn ich es aufsetze und benutze. Und zwar habe ich von Shox drei verschiedene, Kopfhörer bekommen. Und zwar das Open Air Comfort, das Open Run Mini, Open Run und Open Run Mini. Beim Open Run gibt es auch eine Open Run Pro Version. Wo der Unterschied ist, weiß ich leider nicht genau. Wir werden jetzt zu jedem Video ein Unboxing in der nächsten Zeit machen. Und wir werden damit anfangen. Und das werden wir jetzt sofort machen. Also auf die könnt ihr euch noch freuen. Ich werde die auch beide miteinander noch vergleichen. Positiv ist halt, ach Mausi, geh mal bitte runter. Positiv ist halt, wir haben hier beim Open Run, wir haben nichts im Ohr, überm Ohr. Wir können praktisch den Verkehr hören, wenn wir joggen. Wir können den Trainer im Fitnessstudio hören. Wir können mit Freunden zusammen laufen und hören die Natur und die Autos und auch die Freunde, wenn sie uns was sagen. Aber trotzdem hören wir Musik. Für mich ist es halt in erster Linie geil für das Fitnessstudio, ich höre den Trainer und kann trotzdem Musik hören, um ein bisschen zu pumpen, um ein bisschen Energie zu kriegen, finde ich Musik halt sehr gut. Und für Sommer, abends oben, jetzt momentan 28 Grad in der Bude, ist ja kein Problem bei mir hier. Ich habe nichts mehr im Ohr, nichts auf dem Ohr. Oh, herrlich. Also ist eigentlich für den Sportbereich gedacht, aber hey, was für ein Sport geht, in ihr sind auch für ein Sport, ihr dacht eigentlich, dann geht das auch für Zocken. Ich werde die mit dem Computer verbinden und dann ist das gut. Jetzt müssen wir erstmal nur gucken, wo das hier aufgeht. Oder muss man das rausdrücken? Ah, ja. Muss man rausdrücken. Und Shox hat da halt so ein Patent auf Wangenknochenschallübertragung, oder wie das heißt. Keine Ahnung. Und ja. So, ist nicht viel drin. Ne, komm. So. Wir haben praktisch das Gerät an sich. Das ist das, was ihr euch denn aufsetzt. Ja, ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus. Das kommt halt hinter das Ohr, oben rüber, damit das hält. Und dann kommt das auf den Wangenknochen. Wir haben auch hier Knöpfe dran. Auf einer Seite. Oh, ich bin da so gespannt, ey. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Seriennummer. Open Run Black. Gut, wir haben eine Seriennummer. Eine Warnkarte. So, dann haben wir hier ein Täschlein. Okay, also dann weiß ich schon mal einen Unterschied beim Pro, weil das habe ich bei Dings gesehen. Das Pro hat ein Case, eine Tasche. Also das ist der erste Unterschied, der mir jetzt auffällt. Aber das weiß ich nur, weil ich Bilder auf der Webseite vom Pro gesehen habe. Wir haben hier ein USB-Kabel. Jetzt müssen wir gucken, was ist das für ein USB-Kabel? Ach, okay, gut. Das ist ein USB-Kabel mit Magneten. Sieht man das? Ja, wir haben ja hier nichts. Ach, hier unten kommt es dann ran. Hier haben wir so eine Aussparung. Da kommt das dann ran und hält dann mit Magneten. Soll auch wohl ziemlich schnell gehen mit dem Laden. Also wenn es komplett leer ist, eine Minute laden soll für eine Dreiviertelstunde Musik sein oder so, hatte ich irgendwo gelesen, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Ja, sonst halt Anleitung und so. Und die Tasche hier, so eine kleine Tasche, wo man es drin machen kann, ist aber auch gut für den Sportbereich.
würde ich sagen, dann lassen wir das mal draußen. Obwohl, ne, können wir wieder zusammenpacken, brauche ich jetzt nicht so direkt. Ich bin so gespannt auf den Test gleich. Also das werden wir jetzt nicht machen, hier die Anprobe und so. Das mache ich, da mache ich die Kamera dann anders, damit ihr mir dann direkt zugucken könnt dabei. Weil da bin ich so gespannt drauf. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mit benutze, dass der Schall übertragen wird. Und ich bin da so und so neugierig drauf. Das... Ich interessiere mich ja schon länger für sowas, auch für abends denn von Zocken, weil ich höre mich selber, ich brauche keine Angst mehr haben, dass die Nachbarn hochkommen und klopfen, hey, du bist wieder aber zu laut. Und vor allen Dingen, wenn hier 38 Grad oder wie gesagt, gestern Abend waren es 28 Grad in der Bude ist, du hast nichts auf die Ohren, du steckst dir nichts in die Ohren, das ist einfach nur saugeil. Deswegen werden wir da gleich Hardware-Video machen, ich werde das noch schnell verpacken. So. Und dann werde ich jetzt gleich die Kamera umbauen. Wir werden noch schnell die anderen Unboxings machen, uns die angucken. Und die kommen dann als nächstes. Und danach machen wir die Hardware-Videos. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.